Der FC Schalke 04 bleibt im Rennen um das Double. Die Schalker in Blau-Weiß und klar überlegen in der ersten Hälfte. Ecke Möller und der Verteidiger Thomas Schwaldoch zum 1:0 nach nur 3 Minuten. Marjan Christoph nicht nah genug am 29-jährigen Kapitän. Und nur 2 Minuten später Freistoß von Jörg Böhme und wieder Waldoch 2:0. Der Manndecker mit Köpfchen und nach nur 5 Minuten die 2-Tore-Führung für Schalke. Die Lauterer in der ersten Hälfte ohne eine einzige Chance. Nach der Pause die Blau-Weißen weiter mit den besseren Möglichkeiten. Möller und Sand zum 3:0 nach 52 Minuten. Ebbe Sands 16. Saisontor. Die Lauterer nach den Niederlagen gegen Dortmund und Alaves ohne Kraft und nervös. Der eingewechselte Miroslav Klose zum 3:1. Aber die Schalker konnten nachlegen. Schönes Solo von Ebbe Sand und 4 Minuten vor Schluss Emil Mpenza 4:1. Deklassieren für Lautern das 5:1. Von Ebbe Sand nach Vorarbeit im Penzer. Schalke gewinnt hochverdient mit 5:1 und Kaiserslautern steckt tief in der Krise.